gestern schon da und erzähle gerade meinen Töchtern, wie das früher war. Ganz viele Erinnerungen, schöne Erinnerungen und emotionale Erinnerungen an die Kurm. Die Kurm ist und bleibt eine Kultstätte des Fußballs. Schon alleine das Stehen auf dem Rasen weckt jede Menge Erinnerungen. Ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich da bin. Und die Kurm ist was Besonderes. Bin ich als kleiner Bub bin ich da umgestanden, in der Tribüne, wo es nicht mehr da ist. Und dann habe ich selber da spielen dürfen. Das war schon was Besonderes. Trainiert habe ich ein bisschen früher schon mit der damaligen U21 und es war natürlich zur damaligen Zeit schon was Besonderes, wenn man da auflaufen hat dürfen. Meistens hat man über mich geschimpft, weil wir ja auch viel verloren haben in dieser Zeit, das muss ich auch sagen. Und da war ich halt unter anderem einmal der Eislutscher. In diesem, ja, kann man ruhig sagen, Kessel und dann mit diesen Zuschauern, mit diesen Fans im Rücken. Grandios. Auf dem Platz haben sich die schwarzen Legenden gegen die Altherren vom FC St. Pauli aus Hamburg nichts geschenkt. Die Kurm bleibt im Sport übrigens dank einer Faninitiative erhalten. Die urige Holztribüne wurde in den letzten Monaten mit Spenden mühevoll restauriert, steht unter Denkmalschutz. Man braucht nur in die Gesichter der Menschen schauen, die heute da sind. Alle sind unglaublich stolz drauf, dass es dieses Juwel der Grazer Fußballgeschichte und auch der Grazer Stadtgeschichte immer noch gibt. Seit 2006 ist die Kurm nun Heimstätte des Grazer Sportclubs und ein Ankerpunkt für die Jugend. Fußball, ja, gehört auch dazu, aber Freundschaften quasi entstehen zu lassen, die was auf lange Sicht bestehen. Die Kurm, der letzte innerstädtische Fußballplatz mit großer Geschichte und einer Zukunft.